Je vais essayer de lire parce que ça va être compliqué. Comme j'ai dîné chez cet homme et la charmante épouse marocaine, c'était un dîner très arrosé. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir lire comme je voudrais. Un promeneur pourrait longer notre quartier sans se douter un instant de son existence. Orné de crénelures, un imposant mur en pisé le sépare du boulevard où un flot ininterrompu de voitures fait un bruit de tous les diables. Dans ce mur, on avait creusé des fentes semblables à des meurtrières d'où l'on pouvait contempler à loisir l'autre monde. Notre jeu favori, lorsque j'étais enfant, consistait à déverser des bols d'urine sur les nantis et rester muet tandis qu'ils pestaient et insultaient en regardant le ciel. Mon frère Hamid était notre chef. Il manquait rarement sa proie. Nous le regardions opérer en réprimant nos rires qui, après la douche dorée, se déclenchaient de façon frénétique. Nous jubilions en roulant dans la poussière comme des chiots. Depuis le jour où une pierre lancée par une victime furibonde a atterri sur mon crâne, je n'ai plus toute ma tête. C'est du moins ce qu'on pense autour de moi et qu'on a eu de cesse de me marteler depuis tout petit. J'ai fini par m'en faire une raison et, à la longue, par y prendre goût. Toutes mes incartades étaient à moitié pardonnées en raison de ce handicap. Pourtant, je ne suis pas plus idiot qu'un autre. Au foot, tout le monde vous le confirmera, je suis le meilleur gardien de but du bidonville. Mon idole s'appelait Yachine, l'illustre Yachine. Je ne l'ai jamais vu dans ses œuvres, mais on raconte tant d'histoires sur son compte. Certains affirment qu'il était capable d'arrêter un ballon projeté par un canon Krupp. D'autres, que son corps échappait aux lois de la pesanteur. On disait même que sa mort prématurée avait été fomentée par des attaquants internationaux humiliés par son talent. Quoi qu'il en soit, je voulais être Yachine ou rien. Aussi, j'ai changé de nom pour adopter le sien. Yima n'aimait pas ça. Mais comme je refusais de répondre au prénom pour lequel un agneau avait été sacrifié devant notre baraque, elle s'était résignée à m'appeler comme les autres. Seul mon père, qui a toujours été vieux et têtu, persistait dans son appellation archaïque, Mol. Avec un prénom pareil, on ne peut pas aller très loin. D'ailleurs, je n'ai pas trop traîné dans la vie parce qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. Et je tiens à le dire de suite, je ne regrette pas d'en avoir fini. Pas la moindre nostalgie des quelques 18 années de galère qu'il m'a été donné de vivre. Encore qu'au début, les jours qui ont suivi immédiatement ma mort, j'aurais eu du mal à refuser l'une de ces galettes au beurre rance que préparait ma mère, les gâteaux au miel ou le café aux épices. Cependant, ces besoins terrestres se sont peu à peu dissipés, et même leur souvenir, érodé par ma nouvelle condition de spectre, a fini par s'évanouir à son tour. S'il m'arrive encore, à certains moments de faiblesse, de penser aux caresses que Yima Les caresses de Yima lorsqu'elle trifouillait mes cheveux pour tuer les poux, je me dis, allons, Yachine, ta tête s'est déchiquetée en mille morceaux, où pourrait nicher les poux si tu n'as même plus de cheveux pour les accueillir? Enfin, je suis content d'être loin des tôles ondulées, du froid, des égouts éventrés et de tous les miasmes qui ont habité mon enfance. Je ne vous décrirai pas le lieu où je me trouve actuellement, parce que je l'ignore moi-même. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis réduit à une entité que, pour adopter le langage d'en bas, j'appellerais une conscience, c'est-à-dire la paisible résultante d'une myriade de pensées lucides. Non pas celles obscures et pauvres qui ont jalonné ma courte existence, mais des pensées aux facettes infinies, irisées, aveuglantes. Hamid wagte es als einziger, meiner Mutter die Stirn zu bieten. Da er auf Haschisch nicht verzichten konnte, war er bereit, den täglichen Preis zu zahlen. Denn obwohl er sich jeweils von Kopf bis Fuß am Brunnen wusch, wurde er den Geruch seiner Verfehlungen
in der Müllhalde nach Brauchbarem gesucht zu haben, nicht los. Unsere Mutter Shamma mochte schimpfen, was das Zeug hielt, er änderte sich nicht. Er brauchte seine Dosis Haschisch, seinen gelben Tabak und das Zigarettenpapier. Von allen Müllmenschen war Hamid ohne Übertreibung der Geschickteste. Wenn es darum ging, die Perlen im Dreck zu finden, hatte er einen sechsten Sinn. Mit frühreifer Intelligenz und sicherem Instinkt ausgestattet, war er uns allen haushoch überlegen. Er wusste immer ganz genau, aus welchem Quartier die Lastwagen mit dem Abfall kamen. Um an die nötigen Informationen zu kommen, sparte er nicht mit kleinen Zuwendungen an die Fahrer. Anders als die meisten, die blind im Abfall wühlten, suchte er zielgerichtet. Mit 12 Jahren hatte er schon einen Buben angestellt, der seine Beute flickte und reinigte, und einen zweiten, der sie auf dem Markt zu einem Preis verkaufte, den er vorher festgesetzt hatte. Ich war von Hamid fasziniert. Er beschützte und verwöhnte mich. Er konnte fuchsteufelswild werden, wenn sich einer mit mir anlegte. Eines Abends, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, hatte er einen Nachbarn zu Tode geprügelt, der mich zu den Ziehbrunnen hinter der Deponie mitgenommen hatte. Eigentlich wollten wir nur die Schauspieler aus den indischen Filmen nachahmen. Murat neckte mich, er biss in meine Ohrläppchen und flüsterte mir seltsames Zeug ins Ohr. Seine raue Zunge jagte mir Schauer über den Rücken. Er drückte meine Arme auf den Boden, sodass ich mich nicht mehr rühren konnte. Seine lockigen Haare rochen nach Olivenöl. Sie schmeckten auch danach. Mein Mund war voll davon. Murats Kitzeln brachte mich derart zum Lachen, dass ich Hamid nicht hörte, der plötzlich wie ein Gespenst auftauchte. Aber statt sich auf uns zu stürzen, blieb er bolzengerade stehen. In der Dunkelheit hatte ich den Stein nicht bemerkt, den er in der Hand trug. Als Murat aufheulte, dachte ich, er singe noch. Ich weiß nicht, warum Hamid ihn derart hart auf den Kopf geschlagen hatte. Das Blut strömte über Murats Gesicht und ich bekam Angst und wollte schreien, aber es gelang mir nicht. Meine Schreie blieben stumm, wie aufgesogen von meinem Bauch. Mein Mund stand offen, aber es kam nichts heraus. Verwirrt schaute ich meinen Bruder an. Hamid ballte die Fäuste und zitterte. Ich wusste, dass er auch mich nicht verschonen würde. Mit seinen eisenbeschlagenen Stiefeln, die er auf der Deponie gefunden hatte, trat er mir in den Hintern, nannte mich eine Schwuchtel und noch vieles mehr, was ich nicht zu wiederholen wage. Ich sagte, wir hätten nur gespielt, wir hätten niemandem etwas zuleide getan. Er aber war außer sich vor Wut, er glühte geradezu vor Zorn. In der Dunkelheit ritten ihn tausend Teufel, die mich mit ihren Gabeln erstechen wollten. Ja, manchmal war mein Bruder ungerecht. Dennoch liebte er mich, er hätte alles für mich getan. Ich war ihm böse wegen Murat, aber das ist lange her. Seit damals bin ich nie mehr zu den Ziehbrunnen gegangen. Mit Murat war es eh zu Ende. Er hatte die Schläge meines Bruders nicht überlebt. Sie haben ihn auf der Deponie begraben. Hamid, der alle Ecken und Winkel kannte, wusste genau wo. Niemand suchte dort nach brauchbarem Zeug. Da gab es nur uralten Müll, der schon tausendmal durchkämmt worden war. Ich wollte lange nicht glauben, dass mein Freund tot ist. Schließlich habe ich ihn nicht vergessen. Nein, nicht ganz. In den seltenen Fällen, in denen ich beim Fußball ein Tor kassierte und dann den Ball ins Feld zurückholen musste, konnte ich nicht umhin, einen Blick zu der Stelle zu werfen, wo mein Freund verweste. Eines Abends beschloss ich nachzusehen, ob er noch da war. Das Gerippe eines während der Hundstage verendeten Köters diente mir als Hinweis. Ich fand den kleinen Hügel auf Anhieb und fing an, mit einem Stecken den Dreckhaufen, wo man ihn begraben hatte, umzupflügen. Es war nicht ganz ausgeschlossen, dass Murat die Schläge meines Bruders überlebt hatte. Vielleicht hatte er den Tod noch vorgetäuscht, damit Hamid aufhörte, ihn zu schlagen, war aufgestanden, nachdem wir gegangen waren, und hatte das Bidonville verlassen. Vielleicht war er nur verschwunden, um uns einen Schreck einzujagen und uns zu bestrafen. Zuerst wühlte ich mit dem Stecken, dann mit den Händen, das war einfacher.
Der gewöhnliche Gestank der Deponie überdeckte den Aasgeruch. Als zwischen zwei Konservendosen plötzlich ein Finger herausragte, rannte ich weg, so schnell es ging und ohne mich umzudrehen, denn ich glaubte, Murats Geist verfolge mich. Erst vor dem Laden des Kohlenhändlers Omar hielt ich an. Eine Petroleumlampe beleuchtete die Runde der Anciens Combattants, die sich hier versammelte, um Dame zu spielen. Das Herz schlug mir bis zum Hals und ich zitterte am ganzen Leib. Wenn ich noch in meiner Haut steckte, bekäme ich beim Gedanken daran eine Gänsehaut. Seit damals hielt ich es mit allen anderen, die glaubten, Murat habe die Cité verlassen, um sich wie viele Jugendliche in der Stadt durchzuschlagen. Und dass er eines Tages mit vollen Händen auftauchen würde, dass seine Eltern ihm seine Flucht verzeihen und ihn sogar anhalten würden, wieder in der Stadt sein Glück zu versuchen. Aus der Distanz und von hier oben, wo ich jetzt bin, habe ich Hamid verziehen. Auf gewisse Weise, denke ich, hat der Murat einen Dienst erwiesen, so wie Abu Zubayr mir einen Dienst erwiesen hat, mit dem Unterschied, dass dieser mich nicht mit einem Stein totgeschlagen hat. Seine Waffen waren um vieles gefährlicher. Aber davon wird später die Rede sein. Denn Abu Zubayr ist lebendig, sehr lebendig sogar. Und er hat noch immer seine Garage, wo er wieder Hungerleider, wie ich einer war, in seinen Bann schlägt.